Willkommen zurück. Und zwar zur Mission Bündnis Kadesh, sprich mit Ranfi. Vorher werden wir aber erstmal unseren spartanischen Bogen aufrüsten. Die es noch nicht wissen, da gibt es einen Ubisoft Shop. Da sollte man ein paar Münzen übrig haben, da kann man sich auch viel Zeug kaufen. Ich werde es mal noch mit einblenden, damit ihr Bescheid wisst, woher ich den Bogen habe. So. Zeigst du mir deine Ware? Hier ist nämlich das gute Stück, ein leichter Bogen. Dann werden wir gleich mal aufrüsten. Kritische Chance wird nach Ausbrechen vorübergehend erhöht. Okay. Gleich nochmal. So, das war's. Kann ich das verbessern? Ne, da fehlen mir Metz. Jo. Die Schuhe könnten wir auch mal noch aufwerten. Neuer Runenplatz. So. Danke, Jetzt Gunnar. siehst du noch mächtiger aus. Ich muss gehen. Bleib gesund. Muss ganz dringend weiter. So, gehen wir dann mal rein in den Tor. Runenbogen wird ausgetauscht gegen den spartanischen Bogen. So, verbessern können wir den Uhr noch. Das zünden wir gleich mal durch. So, Runen. Drei Runenblätter, das ist brutal, Alter. Ach so, man muss den erst komplett aufwerten. Schade. Ach ne. Ach, ich bin blöde. Dann nehmen wir den. Ach so, so eine Rune haben wir, ne? Betäubung und kritische Chance. So. Das hätten wir. Was kann man hier machen? Verbessern. Und nochmal verbessern. Und Runen. Leerer Runenplatz. Gesundheit, Widerstand, Nahkampf. Ich entscheide mich für einen Nahkampf, Widerstand, oder? Nee. Plus 2 Widerstand schwer. So, jetzt haben wir die 29er Stärke gerade mal. Aber nun ja. So, leerer Runenplatz. So, dann nehmen wir Gesundheit rein. Jetzt haben wir noch die Armschienen. Und dann nehmen wir Rüstung plus 3 rein. Ja. So, jetzt hab ich keine mehr. So, geht's auf zur Ranvi. Schauen wir mal, was die zu sagen hat. Moin. Du wolltest mich sehen? Sigurd trug uns auf, dafür zu sorgen, dass wir in Englerland Fuß fassen. Er will Bündnisse schmieden. Eiserne Bande mit allen Nordwegern, Dänen und Sachsen. Ja, wir sind die Fremden hier. Freunde zu finden, würde uns helfen. Wo fangen wir an? Meine Kundschafter überbringen uns täglich Neuigkeiten und so langsam fange ich an, diese zerrütteten Lande zu verstehen. Je mehr ich erfahre, desto mehr kann ich dir über jede Region erzählen, bevor du dorthin aufbrichst. Ich verstehe. Sobald du Verbündete in einem Gebiet gefunden hast, rede mit mir. Dann entscheiden wir über den nächsten Schritt. In Ordnung. Und wo fangen wir an? Du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Schließ dich Sigurd in Legrakestaschir im Norden an und triff auf die Söhne von Ragnar Lodbrok. Oder gehe gen Süden nach Grantabrückschir zu einem Dänenheer, das von Jarl Gudrum und Soma angeführt wird. Ich sollte hinzufügen, dass unser Freund Heitam sich mit seinen eigenen Quellen in den Städten besprochen hat.
Seine Ergebnisse könnten uns für Bündnisse in Englalands Städten nützen. Sprich mit ihm. Vielleicht braucht er etwas. Ja, zeig mal her, das gute Stück. Wenn deine Siedlung in England wachsen und gedeihen soll, musst du dein Clanbündnis schließen. Achso, Clanbündnis, ja. Okay. Ja. Spielt keine Rolle. Alles B, 20er Stärke. Steht sagen, wer nimmt das mit? Erzähl mir mehr über Legrakestashir. Ich möchte mich bald Sigurd anschließen. Er reist in eine Stadt namens Heopedun, um Uba und Ivar Ragnarsson zu treffen. Wie ich hörte, stehen sie kurz davor, den König Mercias zu verbannen, in der Hoffnung, dafür ihren eigenen einzusetzen. Ein kühnes Vorhaben. Ich sollte dort sein und ihnen helfen, so gut ich kann. Ich glaube, das wäre gut. Ja. Ich werde sie nicht warten lassen. Die Söhne Ragnars. Ich werde Sigurd und die Söhne Ragnars benachrichtigen und deine Hilfe zusichern. An deiner Stelle würde ich mit dem Schiff fahren. Cheopedon ist recht weit im Norden, am Trent.